Wann hat man das Recht, rückzutreten von dem Abo? Der Benutzer verzichtet nach dem Beginn des Dienstes auf sein Rücktrittsrecht. So, bevor das Video jetzt startet, möchte ich euch noch sagen, ich möchte mit diesem Video kein Geld machen. Das heißt, ich habe die Werbung ausgestellt. Ihr dürft das Video, ihr solltet es auf jeden Fall bei WhatsApp, bei Facebook teilen, damit die Leute Bescheid wissen. Und ihr dürft das auch runterladen und bei euch selber hochladen. Dieses Video hier. Okay? Damit ihr Bescheid wisst. Könnt ihr einfach machen. Ihr habt das Recht dazu. Ich werde das nämlich so kennzeichnen, dass ihr das dürft. Dankeschön. Jetzt geht's los. Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute geht es um ein Thema, das mich sehr aufregt. Und zwar, oder beziehungsweise nicht Thema, sondern um ein Video. Und zwar sehen wir hier, einfach wenn man nach League of Legends sucht oder generell, ich weiß nicht, wie das hier mit den Cookies funktioniert, beziehungsweise mit der Werbung. Auf jeden Fall bekommen wir hier die Anzeige Riot Points jetzt abstauben. Wenn man auf das Video drauf geht, sagt uns dieserjenige, dass man mit dieser Website Riot Points bekommt, indem man ein Abo abschließt, beziehungsweise seine Handynummer eingibt, damit ein Abo abschließt und auf dem Handy kann man dann dieses Abo wieder auflösen, sodass man halt nichts bezahlt und die Riot Points bekommt man trotzdem. So, jetzt habe ich auf meinem Account schon ein paar Kommentare abgegeben. Diese wurden aber wieder gelöscht, wie man hier sieht. Ich habe mich schon mit einem anderen Account eingeloggt, denn YouTube ist das so, wenn ein Kommentar gelöscht wird, sieht man nicht, dass das Komment das von einem, also dass das gelöscht wurde. Und wenn man sich aber mit einem anderen Account einloggt, dann sieht man, dass die gelöscht wurden. Hier sieht man so, also, stimmt das wirklich? Bla bla bla. Ja, es funktioniert. Wow, voll krass, danke sehr. Dieser hat null Abonnenten, hat auch keine Aktivität. Ob das jetzt ein Random war oder ein zweiter Account von ihm, weiß ich nicht. Und natürlich hier immer auch seine Kommentare hochgepusht, beziehungsweise dass es funktioniert. Wahrscheinlich auch mit zweiter Accounts. Bei 18.000 Aufrufen und drei Kommentaren könnt ihr mir nicht sagen, dass da nicht Hunderte gelöscht wurden. Sicherlich wurden da Hunderte gelöscht und wahrscheinlich alle mit Kritik. So, gehen wir mal auf die Seite, auf die man da angeblich diese Riot Points bekommt. So, Beschörername eingeben, Region auswählen, habe ich mal gemacht. Da musste man dann auch die Handynummer eingeben. Und zwar kommt man auf diese Seite hier, da muss man die Handynummer eingeben. Das Abo ist jederzeit kündbar. Bla bla bla. Gehen wir mal Rücktrittsrecht. Also, wann hat man das Recht, rückzutreten von dem Abo? Der Benutzer verzichtet nach dem Beginn des Dienstes auf sein Rücktrittsrecht. Mit anderen Worten, nachdem man überhaupt die Möglichkeit hat, zurückzutreten, also bevor man zurücktreten kann, muss man ja irgendwas irgendwo beitreten. Aber dadurch, dass man beitritt, darf man nicht mehr zurücktreten. Mit anderen Worten, das Rücktrittsrecht ist einfach nur ein Wort, das überhaupt nichts bedeutet. Ihr könnt also nicht mehr rücktreten, wenn ihr das gemacht habt. Ihr werdet also die Abos bezahlen. So, keine Panik, Leute. Wenn ihr das gemacht haben solltet, dann schreibt eine E-Mail an dem, bei dem ihr euer Handyvertrag habt und sagt, ich möchte eine Drittanbietersperre. Dadurch kann nämlich kein Drittanbieter von eurem Handy Geld abbuchen. Kein Abo, kein gar nichts. Ihr könnt damit dann auch nicht mehr im Play Store mit eurer Handynummer bezahlen. Aber andere Bezahlungsmöglichkeiten funktionieren noch. Es geht nur darum, dass ihr mit eurem Handyguthaben im Internet nichts mehr kaufen könnt. Das ist ziemlich wichtig, dass ihr das macht, wenn ihr in einer Abo-Falle seid. Denn die haben kein Recht, dass. Ich kenne mich da nicht so aus, aber soweit ich weiß, haben Abo-Fallen kein Recht, euch Geld abzuziehen. Das heißt, ihr könnt diese Drittanbietersperre machen, legal, und ihr werdet kein Geld abgezogen bekommen. So, das Komische ist ja, dass dann überall gesagt wird, er sagt in seinem Video, ja, das kann man zurücktreten, muss man nichts bezahlen. Auf dieser Seite, wo er aus irgendeinem Grund sein eigenes Video anscheinend verlinkt hat, beziehungsweise eingebettet hat oder selber hochgeladen hat, heißt es, ist wahrscheinlich sogar seine eigene Seite. Da wird auch gesagt, ja, kann man zurücktreten, kostet dann kein Geld. Hier gibt es einen Chat, der mir auch extrem komisch vorkommt. Scheint live zu sein. Zumindest kommen in verschiedenen Browsern gleichzeitig die gleichen Nachrichten. Mir wurde zwar nicht geantwortet, aber ist schon alles ein bisschen komisch. Und es scheint sich auf jeden Fall zu rentieren.
Gehen wir mal davon aus, dass die 360 Leute, die es geliked haben, sind instant triggered gewesen, haben gesagt, das funktioniert, das muss ich liken, bam. Gehen wir mal davon aus, dass die 360 Leute das gemacht haben. Können mehr sein, wahrscheinlich sind es mehr. Gehen wir davon aus, 360 Leute haben es geliked. So, und gehen wir mal davon aus, dass es nicht funktioniert hat. Also, dass sie die Riot Points nicht bekommen haben. Das sind... Oh Gott, warte, leistet Kurs und ich kann nicht mehr so eine einfache Rechnung machen. 360 Likes mal 5 Euro. Heißt in der ersten Woche schon 1800 Euro. Nehmen wir an, das funktioniert und man bekommt Riot Points im Wert von 10 Euro, dann hat er das Geld in 2 Wochen wieder drin. Daher kann das einfach komplett damit finanziert sein, mit den Abo-Fallen. Also ich rede jetzt von den Riot Points. Die werden damit finanziert sein. Außerdem natürlich die Werbung. Das heißt, er kann das die ganze Zeit fortlaufend hier machen, denn er bekommt immer weiter Geld reingeschäffelt und kann dann das, immer weiter Werbung machen. So, gehen wir mal zu den Kommentaren. So, das Sprichwort, das Internet vergisst nichts. Und genau so ist es auch. 3 Tage, 22 Stunden, 5 Stunden. So, und zwar ist es so, wenn man bei YouTube ist, bekommt man jedes Mal eine E-Mail, wenn ein Kommentar von einem kommentiert wird, beziehungsweise wenn ein Tag kommentiert wird, auf das man kommentiert hat, oder so ähnlich. Auf jeden Fall gehen wir mal die ganzen Kommentare durch. Alles fake, bestimmt nicht bestätigt von Riot. Ihr müsst bedenken, die wurden alle gelöscht. Alle. Und das war nur die Kommentare, die unter einem Kommentar bei diesem Video gekommen sind. Selber dran schuld. Ist, wenn du so unfassbar naiv bist, Riot hat die nie bla bla bla. Das ist halt, da schreibt er auch so, ja, bla bla. Er regt sich halt darüber auf, dass Leute daran glauben. Er sagt schon, er hat es wahrscheinlich versucht, ich bekomme keine SMS. Mit anderen Worten, also im Video war es so, er bekommt eine SMS, schreibt Ende zurück und dadurch war das Abo beendet. Er bekommt schon nicht mal überhaupt eine SMS. Dieser Kommentar wurde auch gelöscht. Wie alle hier. Ja, die negativen Kommentare löscht ihr eh, weil das nicht geht. Da hat er vollkommen recht. Er ist in der Werbung, weil YouTube Geld gegeben hat, also weil er eine gefragt hat. LOL, Update, so dummes, bla bla bla. Der ist, keine Ahnung, was er damit sagen will, auf jeden Fall beleidigt der hier die Welt um sich. Das geht nicht, du Lappen. Hey, kannst du mir mal bitte machen, mein Handy ist kaputt. Name, irgendwas. das kann natürlich jetzt, weiß nicht, wahrscheinlich wollte, dass irgendjemand davon antwortet. Ich weiß nicht. Bei mir hat es leider nicht geklappt. Wieso erwähnst du nicht, dass man Guthaben oder einen Vertrag hat benötigt? Wieso ist das die Bedingung, wenn es umsonst ist? Bis zur Stelle, als ich die TAN bestätigen musste, war alles okay. Dann erhielt ich die SMS. Lieber Kunde, Ihr Guthaben reicht für diese Bezahlungstransaktion leider nicht aus. Nutzen Sie bitte die Aufladungsfunktion Ihres Service Providers, Ihr Kundenservice. Definiere echte Promotion. Bla bla bla. Und diese ganzen Kommentare hat der Uploader gelöscht. Ich hatte da jetzt auch noch welche dazwischen, die sind jetzt hier nicht, weil ich keine E-Mail bekomme, wenn ich da quasi selber einen Kommentar schreibe, weil ich, wenn ich die mal finde, werde ich euch die auch noch zeigen. Auf jeden Fall bekomme ich keine E-Mail, wenn ich einen Kommentar schreibe, weil ich ja dann selber geschrieben habe. Diese ganzen Kommentare wurden gelöscht. Das heißt, ich weiß nicht, ob man jemanden dafür melden kann. Wenn es ist, geht auf die Seite, geht auf das Video, disliked es, meldet es bitte, denn das ist nicht korrekt, dass jemand sowas macht. Es muss unbedingt von YouTube gelöscht werden, denn es gibt immer Leute, die daran glauben. Egal, ob sie dumm sind, ob sie sich damit nicht auskennen.
Ich bin tatsächlich auch mal früher in eine Abo-Falle gekommen. Auf jeden Fall melde das Video hier. Mehr melden. Müsste mal gucken, was man da genau machen muss. Auf jeden Fall ist das eine Abo-Falle. Das ist, soweit ich weiß, nicht legal, zumindest nicht korrekt. Wenn ihr in der Abo-Falle seid, macht eine Drittanbietersperre. Die meint vielleicht dann irgendwie, ja, wir kommen dann vor Gericht, wir werden sie anzeigen. Das brauche ich nicht jucken. Macht eine Drittanbietersperre, so können die von euch kein Geld mehr bekommen. Ganz einfach. Und ja, sowas darf einfach nicht. Ich meine, das ist jetzt schon 2 Wochen oder so her und anscheinend hat das übertriebene Runde gemacht. Die Dislikes und Likes sind noch nicht gesperrt. Anscheinend gibt es ziemlich viele positive. Aber die Seite sagt selber, dass man nicht mehr zurücktreten kann, wenn man es abgeschlossen hat. Also ist es auch nicht kündbar. Also das Abo ist jederzeit über den Kundenservice kündbar. Das ist Schwachsinn. Rücktritt ist ja das gleiche wie kündigen. Und wie gesagt, falls ihr in der Abo-Falle seid, macht instant eine Drittanbietersperre. Wenn ihr die jetzt schon macht, also wenn ihr noch nicht in der Abo-Falle, Entschuldigung, es kann auch eine Abo-Falle kommen, ohne dass ihr eine Handynummer angibt. Zum Beispiel, wenn ihr im Internet surft, könnt ihr auch in eine Abo-Falle kommen. Das ist nicht gut. Deshalb würde ich euch sogar raten, macht jetzt schon eine Drittanbietersperre. Dann kommt ihr niemals in eine Abo-Falle. So einfach. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass dieses Video nicht mehr lange auf nur, dass dieses Video nicht mehr lange auf YouTube bleibt, beziehungsweise Werbung. Das ist Verarsche in einer ganz anderen Liga, wie es momentan auf YouTube Deutschland generell abgeht. Das darf einfach nicht mehr länger so weitergehen. Deshalb nochmal bedanke ich mich fürs Zuschauen. Befolgt meinem Rat. Meldet dieses Video. Disliked es. Und bitte macht es nicht. Bitte gebt da nicht eure Handynummer an. Und vor allem macht eine Drittanbietersperre bei eurem Provider. Dankeschön.